Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Kur und da wollte ich euch einfach mal mitnehmen. Und mit dabei sind natürlich meine Blumen, die wollte ich jetzt nicht zu Hause 3 Wochen stehen lassen. Und darf ich vorstellen, das ist Mr. Koffer. Mr. Koffer kann leider nicht hinten schlafen, weil ich erst morgen da sein muss, heute aber schon losfahre. Das heißt, ich brauche mein Bett noch mal eine Nacht. Ja, dann lasst uns starten. Es geht nach Bad Schmiedeberg. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. So, ich bin angekommen. Die schönen Herbstfarben hier. Ja, der Ort ist relativ, ich sag mal, idyllisch. Ich habe bis jetzt nur Rentner und Behinderte gesehen. Aber gut, das ist vielleicht nur der erste Eindruck. Jetzt gehen wir mal in die Innenstadt. I've changed for the better this time. Und hier rechts rum geht's wohl in die Altstadt. Da gehe ich jetzt mal lang. Hier ist so ein alter Gemüseladen, wie ich sie von früher kenne. Finde ich schön, dass es sowas noch gibt. Es ist super ruhig hier. Jetzt gehen wir mal Richtung Kirche. Die ist dahinter. Ja, hier ist jetzt die Kirche. Jetzt einmal rum und dann wieder zurück zum Auto. Das war's dann schon. Es ist wirklich echt tot hier in meinem Ort. Ich wohne im kleinen Dorf, aber das ist auch tot, aber nicht so tot wie hier. Hier ist es absolut tot. Hier ist niemand. Einfach niemand zu sehen. Da ist die Altstadt. So, die schönen alten Häuschen. Und da hinten das Stadttor. Das ist bestimmt das Rathaus. Hier ist so ein Badfachmarkt. Und das war's schon. Jetzt gehe ich erstmal einen Kaffee trinken. Wieder mal ein Eis. Lecker. Salted Caramel und Joghurt. Hier kann man kneipen. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Das ist das Gravierwerk Bad Schmiedeberg. Es wurde jetzt 2020/21 erbaut. Die Holzkonstruktion besteht aus Lärchen- und Fichtenholz und die Bedornung aus Schwarzdorn und Schlehe. Seht ihr die Tropfen? Das ist praktisch gut für die Atemwege hier. So, jetzt nochmal von Weitem, da waren mir zu viele Menschen. Also ein Gradierwerk ist ein Freiluftinhalator. Und zwar wird die Sohle von unten aus so einem Auffangbecken nach oben gepumpt und dann tropft es über dieses kleine Geäst nach unten und verdunstet auch teilweise. Alles, was unten wieder ankommt, wird wieder aufgefangen und wieder nach oben gepumpt. Also gut für die Atemwege. Ich glaube, ich habe ein richtig schönes Plätzchen hier gefunden. Da steht Werner und hier ist ein kleiner See. Da gehe ich jetzt einmal rum, um die Lage zu erkunden. Baden ist übrigens auf eigener Gefahr. I move on each and every day. The past is where it stays.
Wie schön hier durch den Herbstwald. Und das Wetter ist auch so genial heute. Noch eine kleine Badestelle. Und da, schaut mal, die Affenschaukel, seht ihr die? Mülleimer, eine kleine Feuerstelle. Ach, wirklich schön hier. Hier kann man tatsächlich auch noch parken. Dann ist man schneller an dieser Stelle hier. Aber ich will ja jetzt nicht schwimmen gehen oder irgendwas. Daher ist es schon okay. Also ich stehe dort hinten in der Ecke. Da habt ihr das Auto gesehen, da irgendwo stehe ich. Was für ein schöner Tag. Ich konnte mich sogar schon ausziehen. Es ist richtig warm. Ich glaube 25 Grad sind heute. Und der Herbst zeigt sich in allen Farben. Wunderschön. Es wird langsam Abend hier und es ist so schön. Und 18. Oktober ist heute. Und tatsächlich sind da welche, die baden. Kann ich euch natürlich nicht zeigen, die baden nackig, aber die baden. Da. Oh, langsam wird es dunkel hier. Und das ist merkwürdig viel Verkehr hier. Andauernd kommen hier Leute. Und dann denke ich immer, okay, die gehen mit ihrem Hund Gassi. Aber die laufen einfach hier im Halbdunkeln eine Runde um den See. Keine Ahnung. A day coming, a time of peace. No more pain and suffering, just ease. Guten Morgen vom zweiten Tag. Ich bin hier wieder an dem schönen See und es regnet. Aber egal, mal schauen, was der Tag heute bringt. We will be living in harmony and singing together a melody. So pure, so real. So, jetzt bin ich hier an der Kurklinik. So sieht der Speisesaal aus. Und Werner steht da auf dem Parkplatz. Und jetzt gehe ich erstmal zum Check-in. So, als erstes natürlich die Roomtour. Los geht's. Hier ist der Eingangsbereich, die kleine Garderobe. Und dann geht's hier in den Raum. Da steht schon mein ganzes Gepäck. Hier ist das Bad mit großer Dusche und Toilette. Und das ist der Raum. Und hier schaue ich auf den Innenhof. Ja, also, tja, was soll ich sagen? So, heute ist ja der erste Tag hier in meiner Kurklinik und ich fand das Zimmer so ein bisschen krankenhausmäßig und dachte so, oh, 3 oder 4 Wochen hier. Und da das Kopfkissen echt riesig ist, das ist einfach zu dick. Ich habe ein ganz dünnes Zuhause, so ein orthopädisches. Also richtig ein spezielles, nicht so ein, ja. Jedenfalls dachte ich mir, das mit dem Kopfkissen geht nicht gut lange. Hab gefragt, hier gibt es nur noch größere Kopfkissen. Ja, und dann dachte ich mir, okay, IKEA oder Bettenlager, wird wohl irgendwo eine Alternative geben. IKEA war mir zu weit weg. Und dann bin ich zu Jysk gefahren. Und dann, schaut mal, habe ich mir eine Lichterkette geholt, ein Kopfkissen mit Bezug. Muss ich nur, ich weiß nicht, ob die hier kommen und Betten machen oder so. Muss ich dann jeden Morgen alles wieder abmachen, aber egal. Also ein Kopfkissen mit Bezug, einen schönen Läufer für den Fußboden. Und da habe ich noch eine Kerze hingestellt. Dann kann ich es mir ein bisschen gemütlicher machen hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Tag 2 meiner Reha-Kur. Und zwar bekomme ich heute die ersten Anwendungen und ich freue mich schon mega. Mit meinem Therapieplan bin ich super zufrieden.
Als erstes muss ich jetzt um 7.30 Uhr zur Blutabnahme. Und dann gibt es Frühstück und dann gibt es eine klassische Massage. Ich freue mich mega drauf. Weiter geht der Tag dann mit einem Vortrag. Dann gehe ich ins Fitnesscenter, kriege ich die Einweisung und darf dann immer selbstständig gehen. Und was lag noch an? Ich gucke mal auf meinen Plan. Ach, ein Aufnahme-EKG noch und ein Bad für meinen Arm. Schauen wir mal. Ich bin schon echt gespannt. Also, ich hatte jetzt auf Instagram super viele Fragen, was ich habe. Ich habe jetzt nichts irgendwie was Akutes oder so. Es ist halt dieser Klassiker Rückenschmerzen. Ich glaube, die hast du auch, oder? Und darum habe ich einfach mal die Kur beantragt und die kleinen Zipperlein, die man noch so drumherum hat, die werden natürlich gleich mitbehandelt. Genial. Hallo YouTube, ich melde mich auch mal wieder hier von meiner Kur. Heute ist genau Tag 5 und ich bin aufgebrochen zu einer Wanderung, denn heute ist Sonntag und ich habe keine Anwendungen. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe gemütlich gefrühstückt und war dann 1,5 Stunden im Fitnesscenter und habe noch ein bisschen am Laptop gemacht. Danach habe ich noch schnell Mittag gegessen und jetzt bin ich hier im wunderschönen Herbstwald. Schaut euch das mal an. Sieht doch herrlich aus, oder? Ja, mein Ziel ist die schöne Aussicht, aber eine Runde. Ich bin mit Komoot unterwegs. Schauen wir mal, wo mich Komoot hinführt. Das soll übrigens die Höllenschlucht sein. Ich bin jetzt hier an der Kreuzung und bin gleich hier an der schönen Aussicht. Und ich weiß schon, was mich erwartet, aber schreibt mal in die Kommentare, was würdet ihr erwarten, wenn ihr Richtung schöne Aussicht wandert. Love. Take a look around you. Ich bin jetzt angekommen an der schönen Aussicht und ich zeig's euch mal. Tada! Es ist ein Restaurant. Can you see it coming too? Und da oben, da ist die schöne Aussicht. Ja, hier muss man 1 Euro reinschmeißen und dann kann man durchs Drehkreuz nach oben. All around the world we can make a stand and reach out for others to take their hands. I can see an open door. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love into. Hier ist mächtig was los. Also wenn hier mal jemand herkommen möchte, macht es nicht sonntags wie ich. Sitzen überall solche Teile. Was ist das? Ist auch einer direkt neben mir. Was ist das? Schöne Aussicht. Ich bin jetzt oben, das ist Süden. Ich zeige euch jetzt mal alle Himmelsrichtungen. Schauen wir Richtung Westen. In 6 Kilometern Entfernung sind die Gabelberge. Hier geht es in den hohen Norden. In 25 Kilometern Entfernung ist Lutherstadt-Wittenberg. Hier ist der Windpark Dorna. Da sind lauter Windräder zu sehen. Dann geht es hier weiter Richtung Bad Schmiedeberg. Hier bin ich durch den Herbstwald gewandert. 3 Kilometer entfernt ist Bad Schmiedeberg. Das ist hier Richtung Osten. Und hier ist der warme Süden. Hier geht es Richtung Eilenburg. 23 Kilometer entfernt und 45 Kilometer entfernt findet ihr Leipzig.
da ist sie nochmal, die schöne Aussicht. So, die Hälfte meiner Runde ist rum. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein bisschen Abwechslung brauche beim Wandern und die ist hier nicht gegeben. Also ich trotte hier auf diesen Wegen einfach vor mir her. Hier ist jetzt gerade so eine Kreuzung. Also alle Wanderwege sind so ein bisschen so, naja, so easy peasy, einfach, leicht und eintönig. Obwohl die Natur wunderschön ist und hier durch den Herbstwald alles so schön bunt und so. Aber tatsächlich hatte ich mir eine mittelschwere Wanderung ausgesucht und das kann man bei solchen Wegen ja wirklich nicht behaupten. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Einfach Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Und dann, ciao, bis zum nächsten Mal. We can make it happen today. All we just have to say are words of love that cast out every hate. Every little step.